zeigen wir mal richtig geile satte Sauce. Der Frühling schlägt zu, der Sommer kommt in großen Schritten. Und was gibt es Geiles? Das ist eine geile Sauce zum Grillen dazu, für satte Sticks oder solche Sachen. Die Sauce ist übrigens ein Multitalent, ich kann es einsetzen in 100 verschiedenen Varianten. Kommt alles die nächsten Wochen. Und schauen wir mal, was wir dazu brauchen. Die ist ein bisschen aufwendig, ihr könnt es aber gut vorbereiten. Und dann habt ihr es in Glaslager gefüllt oder vakuumiert, eingefroren. Immer da und ich schwöre euch, auf jeder Party der absolute Burner. Schaut her, wir brauchen für die Satensauce Kreuzkümmel, Koriander und Kurkuma, ein bisschen Chili, einen Haufen Knoblauch, Ingwer und Zitronengras. Aufpassen beim Zitronengras, im Rezept stehen 50 Gramm. Das ist nicht 50 Gramm von dem ganzen Ding da, sondern 50 Gramm nur das. Schaut, ich zeige es euch. Hinten überschneiden, vorne überschneiden. Das passt nicht wegschmeißen, da könnt ihr ein gutes Curry reinlegen, zum Kochen einnehmen, aber in dem Fall brauchen wir nur das Innere. Das Stückel wollen wir haben, davon 50 Gramm. Dann brauchen wir einen Haufen Erdnüssen, Zucker, auch echt viel, deswegen macht die Sauce so süchtig, weil da sind nur suchtmachende Mittel drin. Wir haben das absolute Umami wegen den ganzen Gewürzen, dann haben wir Erdnüssen, dann haben wir einen Haufen Öl, kommt rein, dann noch Kokosmilch, auch wieder Fett, einen Haufen Zucker, also die Sauce macht echt süchtig. Aber sie ist halt leider geil. Wir haben einen Haufen Zucker, ein Hühnersuppen zum Aufgießen, wenn ihr vegetarisch haben wollt, könnt ihr ein Gemüse vorher nehmen. Und dann noch Platschern, das ist eine fermentierte Schrimpspaste, die steht nur beim Fenster draußen, weil das Zeug, wie soll ich es am besten erklären, riecht, schaut aus und schmeckt so pur auch wie, ja, wie Katzenfutter. Also echt grausig. Aber beim Kochen stinkt dann auch die ganze Bude, Fenster auf oder draußen kochen, würde ich euch empfehlen. Dieser Geschmack kocht dann raus und wenn du es nicht rein tust, das habe ich auch schon probiert, da fällt in der Sauce was. Also keine Sorge, wenn ihr das erste Mal kauft, fermentierte Schrimpspaste riecht schlimmer als sie dann schmeckt und bringt echt einen geilen Geschmack jetzt in dem Fall in die Satay-Sauce. Schaut, dass das ungeröstete, ungesalzene, aber geschälte Erdnüssen kriegt. Rösten lasst ihr es dann selber. Die Röststärke hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die Sauce. Ihr könnt es ein bisschen leichter rösten, ihr könnt es ein bisschen stärker rösten. Einfach im Ofen, Vollgas, dabei stehen bleiben, das geht dann echt schnell. Alle 20-30 Sekunden ein bisschen durchrühren, damit sie schön gleichmäßig rösten. Aber die habe ich selber geröstet. Wenn ihr keine Erdnüsse findet, ungeröstet, ungesalzen, dann kauft es geröstet, ungesalzen, wenn geht. Und wenn das auch nicht geht, kauft es geröstet, gesalzen und lasst ein bisschen anwaschen. Und dann lasst das Salz erst zum Schluss dazu. Einfach, um zu schauen, wie salzig ist schon die Sauce. Und was brauche ich noch? Ich würde aber auch die gerösteten, gesalzenen Nüsse, die ihr kauft, immer noch ein bisschen nachrösten, weil die sind zu wenig röstet. Schaut mal, wie schön stark die Röste sind. Also so diesen Röststatus wollen wir haben, weil wir brauchen das Aroma von diesen wirklich schön gerösteten Nüssen. So, jetzt aber alles auf Seiten. Und wenn ihr sowas hergekriegt habt, ist das echt nicht schwer. Rezept natürlich am Ende vom Video, in der Videobeschreibung. Dann ist cool, wenn ihr so einen Blender habt. Da haben wir jetzt einmal rein das Zitronengras, ich habe gesehen, nur die unteren Spitzel zusammenschneiden. Dann haben wir rein den Ingwer, auch grob zusammenschneiden, der ist geschält. Dann den ganzen Knoblauch, das sind echt viel, ich glaube bei dem Rezept sind es 100 Gramm Knoblauch. Also da geht schon einiges, dann kommt rein bei mir jetzt das Salz schon, wenn ihr wie gesagt geröstete gesalzene Nüssen habt, wartet zum Salzen, dann das Sambal Oleg, da könnt ihr getrocknete Chilis hernehmen, das ist relativ spontan und easy Soda und einen kleinen Schluck vom Öl, das wir schon mixen können, das restliche Öl, der Topf wird schon heiß, kommt gleich in den Topf rein, das ist normales Pflanzenöl, einfach Sonnenblumenöl, mixen wir dann durch, ist es laut? So soll das ausschauen. Nicht zu fein, nicht zu grob. Also da braucht ihr jetzt keine Raketen, müssen wir auch drauf machen. Ihr kennt es auch, wenn ihr sowas in Hobbs mit der Hand grob, also fein zusammenschneiden, so fein wie möglich, ist halt ein bisschen mehr hocken. So, das kommt jetzt zum heißen oder warmen Öl. Jetzt werde ich das Bad schauen. Und das braucht man und rösten wir jetzt mal so bei nicht zu starker Hitze gemütlich voran. Das soll jetzt nicht unbedingt der Fahrt kriegen, aber das muss schon anbraten. In der asiatischen Küche
Und das Rezept ist von einer malaysischen Köchin übrigens. Und da ist auch so, ich könnte es behaupten, das ist das Original Satay-Soßen-Rezept. Südostasien ist einfach so wie bei uns die Kasnocken. Da hat jede Familie, jedes Dorf ein eigenes Rezept und alle haben es erfunden. Und Japan hat wieder andere Satay-Soßen, die machen es eher mit Erdnussbutter. Deswegen, das ist eine Satay-Soße, die ich von einer wirklich guten Freundin, einer malaysischen Köchin gekriegt habe. Hier waren 3-4 Rezepte, aber das ist so bis jetzt einmal mein absoluter Favorite. Und speziell mit Satay Sticks, Hühnerspießerl zum Eindunken dann. Übrigens die Marinade für die Hühnerspießerl zeige ich nächste Woche oder vielleicht die Woche, wenn es nicht ausgeht. Hammer! Also die Satay Sticks mit der Satay Sauce, ich schwöre das, wenn du 3 Leute eingeladen hast, musst du mindestens 150 schon Spießerl machen, weil die Dinge gehen weg wie die warmen Semmeln, würde ich jetzt mal sagen. Das ist die Schrimpspaste. Und die kommt jetzt auch rein. Und die entfaltet natürlich ein schönes Aroma. Und deswegen würde ich raten, draußen kochen oder alle Fenster auf, Lüftung auf Vollgas. Aber glaubt mir, es zahlt sich aus. Die Soße ist hammergeil. So, das Blatt schon auch ein bisschen mitrösten. Bei der Hitze nicht so stark, das soll nur so mir nicht dahin prasseln. Währenddessen haben wir weiter mit den Gewürzen, weil die braten wir dann auch ein bisschen an. Und was da wichtig ist, wenn wir die jetzt so reinschmeißen würden, dann werden sie ganz schnell anrösten, weil sie ganz trocken sind, gell? Und dann wird es bitter, die ganze Geschichte. Deswegen meistens oder fast immer, wenn ihr so viel trockene Gewürze habt und im Rezept steht mit anbraten, immer mit ein bisschen Wasser abmischen, macht eine Paste draus, weil dann könnt ihr ein bisschen länger anbraten, dann entfalten es viel mehr und viel schönere Aromen und ich werde sehen, ist einfach ein Game Changer am Gebiet Geschmack. Easy, da habe ich vielleicht 50 Minuten Wasser drin, die ganzen Gewürze rein. Und einmal mit dem Schneebesen oder mit einem Kochlöffel oder Löffel durchrühren. Das soll jetzt einfach nur so nicht ganz staubtrocken sein. Wenn das so ausschaut, so Bohren macht, ist perfekt. Aber was ihr jetzt machen könnt, ist eben, wir können das Gewürz mit anbraten. Und das schaut schon gut aus. Unser Zitronengras, unser Knoblauch, das Plätschern, der Chili, der Rösten und Braten vor sich hin. Perfekt. Und ich habe mit meiner Freundin, hast du übrigens Zahn, mit der wir jetzt schon viel kocht. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, es fängt immer gleich an. Egal was sie macht, das ist Zitronengras, Knoblauch, plus minus Zwiebel ist drin und das wird einmal anbraten. Gell? Und dann drehst du um und zack, ist eine andere Sauce. Dann sage ich, was machst du? Und ganz wichtig bei diesen Soßen, gerade in der asiatischen Küche, ist, wie lange ich was anbrate, wann ich was rein tue und dann müsst ihr wirklich Zeit nehmen. Da darfst du nicht hudeln, das ist auch wieder Soul Food Bikes und aus. Da brauchst du Zeit, weil wenn du schon Zeit hast und diese Steps genau einhaltest und anbratest und dir Zeit nimmst zum Anbraten und dass die Gewürze sich entfalten können, die Aromen sich entfalten können, dann wird es einfach geil. So, jetzt, deswegen, du hast ungefähr 5-6 Minuten anbraten, jetzt kommen die Gewürze dazu. Alle rein. Perfekt. Und auch jetzt lassen wir das ungefähr, ich kann es ja nicht genau sagen, die Zahn hat man nicht wert, bis zum Abscheißen anfängt. Also was abscheißen kennen wir auch, das ist, wenn zum Beispiel das Design jetzt schnell zu lang aufschlagst und die wird schon fest und dann wird sie schon Richtung Butter, das nehmen wir bei uns abscheißen. So ähnlich ist es da auch. Wir wollen jetzt wieder, da ist ja relativ viel Öl drin, eine gute Menge Öl drin, und wir wollen diese Gewürze und das ganze Zeug jetzt so lange rösten. Sieht man das gescheit? Ja, das sieht man schon. Ich hebe mal auf. Wir wollen das jetzt rösten, bis das Öl wieder austritt aus dieser Paste, die wir da drin haben. Wir wollen da, dass sie das Öl wieder absetzt. Da fängt es schon ganz leicht an, aber nur zu wenig. Wir wollen richtig, dass sie das Öl wieder rauskommt aus der ganzen Paste. So lange rösten wir das jetzt. Immer vom Boden schön lösen. So, das hat jetzt schon gute 10-15 Minuten gedauert. Ihr seht das da. Ich zeige euch nochmal. Schaut genau rein. Seht ihr das Fett, das ein bisschen austritt aus der Masse. Genau das wollen wir haben. Ihr seht es ganz kleine Flamme, gell? Wenig den mal durch, sonst hat es an. Immer wieder umrühren. Währenddessen, das da so prasselt hat, habe ich die Nüsse gemixt oder gekuttert. Da könnt ihr auch entscheiden. Wenn ihr es ganz fein haben wollt, auch geil. Aber ich finde es geil, wenn es ein bisschen chunky ist, die ganze Geschichte. Deswegen nicht zu viel, nur ein bisschen. Ah, herrlich. Und ich sage euch eins, jetzt ist das Platschern, der Geruch auch schon weg. Die ganze Bude riecht geil nach den Aromen, nach dem Zitronengras. Noch die Gewürze, herrlich. So, jetzt kommt ein halber Kilo Zucker dazu. Ich weiß, das ist ein Haufen, es wird auch viel Soße. Also wir gießen mit 4 Liter Wasser, mit 4 Liter Flüssigkeit auf. Aber jetzt lasse ich mal halber Kilo. Da habe ich gemischt, halb, brauner Zucker und weißer Zucker. Und der braune Zucker ist sogar der Muscovado Zucker. Der bringt auch nochmal richtig geile Malzaromen rein.
Herrlich. Rein damit. Und jetzt wieder braten und rösten. Jetzt können wir ein bisschen mit der Temperatur nach oben gehen, nicht zu viel. Bis das auch wieder so eine cremige, pastöse Masse wird. Was passiert bei dem Step jetzt? Wir rösten wieder eine gewisse Zeit, wird ungefähr wieder 5 bis 10 Minuten dauern. Kommt auf die Temperatur drauf an, wie brav du wirst. Und da ist der Zucker reingeschmissen und der Zucker karamellisiert. Und was passiert beim Karamellisieren? Der Zucker verliert etwas an seiner extremen Intensität an Süße und entwickelt richtig geile Karamellnoten, schöne Röstaromen. Und das will man haben. Du kannst da rein, Zucker rein und aufgießen, dann wird es so eine Pop-Sirse Sauce. Wollen wir nicht. Wir wollen die ganzen Aromen auf dem Zucker rauskitzeln sozusagen. Und das machen wir, indem wir das jetzt auch schön dahin rösten. Und dann war es eigentlich schon. Dann muss man nur fertig kochen. Ihr seht es, das fängt schon so zum Pastig werden an. Ich würde sagen, jetzt einmal 5 Minuten noch. Und dann kommt der nächste Step. Vergesst nicht, linken, liken, followern oder wie man das nennt, weil die nächsten Wochen machen wir echt einen Haufen geilen Scheiß mit der Sate Sauce. Wir werden machen die Original Sate Sticks nächste Woche, die Marinade dafür, weil Satay ist ja eigentlich aus dem Indonesien, wenn ich mich bei / Malaysien und heißt gewürzt oder mariniertes, in Streifen geschnittenes, gegrilltes Fleisch am Spieß. Und die Sate Sauce hat ja nur diesen Erfolg durch die Sate Sticks. Und da wir zuerst die Sauce brauchen, bevor wir die Sticks machen, kommt jetzt das Rezept als erstes. Dann kommen die Sate Sticks. Kriegt sie von mir eine Hammermarinade. Konnte auch wieder sagen, die Originale. Schreien wieder alle, nah, meine ist Original. Ich sage, wie die Kassen in Österreich. Aber die mit der Hammer, die kennt ihr ja immer für Rind, Schwein, Kalb und Original für Huhn. Hammergeil im Sommer zum Grillen. Und dann machen wir die Sate Sticks. Dann werden wir Gado-Gado draus machen. Es ist so ein lauer, marinierter Gemüsesalat. Mit der Sahnesauce, Ei, Sprossen, Hammer! Also mit der Sauce könnt ihr echt viel machen und das werde ich euch die nächsten Wochen zeigen. So, wir haben das jetzt ungefähr 5 Minuten so dahin köcheln, rösten lassen. Schaut mal die Konsistenz, so richtig schöne, poppige, dicke Zucker-Gewürzpaste, Aromen-Explosionsgedöns. Ah, geil. Ich schwöre euch ganz, wenn ihr hier riechen könnt, wie es jetzt schon geil riecht bei mir. Hammer! So, was passiert jetzt? Jetzt passiert nicht mehr viel. Jetzt gießen wir auf. In dem Fall ist es Hühnerfond. Wenn ihr das Ganze vegetarisch lassen wollt, dann zum ersten Mal das Platschern raus. Statt dem Platschern, Platschern ist ja fermentierte Schilfpaste, ist ein bisschen fischig. Könnt ihr Kombu-Algen verwenden. Zum Beispiel Dashi Kombu. Seht man das da? Jawohl. So was könnt ihr reinschmeißen, das bringt auch ein bisschen dieses Fischaroma in das Ganze. Dann habt ihr das Platschern schon heraus. Also dann sind wir schon vegan unterwegs. Und statt ein Hühnerfond nehmt ihr dann einfach her ein Gemüsefond und dann habt ihr eine vegane Sate-Sauce. Hühnerfond rein, das ungefähr 2 Liter. Da setzt ihr immer so ein bisschen die Trübstoffe ab vom Hühnersuppenkochen und die willst du da drin haben, weil da ist ein Haufen Power am Geschmack drin. Hühnersuppe ist drin, jetzt knallen wir noch Kokosmilch rein und das war's. Jetzt lassen wir das Ganze aufkochen. Moment einmal, das Wichtigste: für die Sate-Sauce, keine Erdnuss rein. Die Erdnussen, rein damit. Herrlich. Jetzt lassen wir das Ganze aufkochen. Ungefähr 15-20 Minuten langsam dahin köcheln lassen. Das ist aber, schaut euch mal an, wie herrlich das ausschaut. Ah, geil. Jetzt das da, der karamellisierte Zucker, das löst jetzt alles auf. Hammer. Die Sauce hat aufgekocht. Ah, herrlich. Die Erdnussen fangen zum Binden an. Ein bisschen mehr Bindung brauchen wir. Da habe ich jetzt nochmal 30 Gramm Maizena, Maisstärke. Mit Wasser angerührt, passt auf, lasst nicht alles rein, das ist von Marke zu Marke und auch in den beiden Marken immer ein bisschen unterschiedlich, wie stark das Zeug anzieht, abbindet. Deswegen rein wir mal die Hälfte rein, rühren weiter. Wichtig beim Abziehen ist auch beim Eindicken der Soße, dass die Soße kocht, weil erst auf 95 Grad fängt das Zeug wirklich zum Ziehen an. Und wenn du das Kohle reinlässt, denkst du, wird nicht, lass aufkochen, pupp, aus dem Pudding kannst du schneiden. Und auch noch ein Tipp, wenn ihr abzieht, immer ein bisschen kochen lassen, 5-6 Minuten kochen lassen, dass dieses Mehlige ein bisschen rauskocht. Dann hast du es am Gaumen ein bisschen feiner zum Essen. Von der Konsistenz her, eine super flüssige Marmelade ist perfekt. So, die lassen wir jetzt noch 5 Minuten dahin köcheln, dann fülle ich sie ab, dann tue ich die Gläser pasteurisieren. Zum Thema pasteurisieren, haltbar machen, was ist eine Konserve, was ist eine Halbkonserve.
Der Unterschied zwischen pasteurisieren und sterilisieren machen wir auch noch mal ein Video, einen gesonderten, weil dann nebenbei erklären ist immer schwierig. Also ich fülle das in die Glasl ab, haue es damit in den Topf rein, der Topf ist sauber mit Wasser, Deckel drauf und lasse es ungefähr 45 Minuten köcheln. Und dann ist das Ding, weil es ja heiß reinkommt, super pasteurisiert und hebt im Kühlschrank locker 3 Monate. Aber wie gesagt, zu dem Thema machen wir noch mal ein gesondertes Video. Mir sind so viele Sachen eingefallen, was wir mit dem machen können. Das wird richtig geil. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Ich fühle es noch ab, dann sind wir fertig. Liebe Grüße, euer Mario. Ciao, ciao.